Und da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider The Hidden Dagger. Ah, ich verstehe. Das ist jetzt hier bestimmt der Rückweg, um hier wieder in den Hauptkomplex zu kommen. Shit. Aber das war geil animiert. Habt ihr das gesehen? Ja, Fisch ist alles klar. Arme Lara. Aber das war saugeil animiert. Das kenne ich gar nicht so von Tomb Raider 2. Sehr, sehr cool. Ja, dann warten wir mal, bis der Fisch hier reinkommt. Soll der Fisch zum Futter kommen? Weil seit wann kommt der Hund zum Knochen? Andersrum. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Seit wann kommt der Knochen zum Hund? Ich glaube, das wird unlustig. Shit, shit, shit. Oh Gott, wir können hier nicht raus. Hilfe. Stirb. Du kannst ja an der Oberfläche nichts tun. Glück gehabt. Wir haben noch einen Ehrenschuss auf unserer Harpune. Aber ich glaube, das war gerade echt knapp. Und wir sollten echt mal ein Medipack nehmen. Gut. Und ich finde das auch, was ich jetzt auch nochmal sagen will, hier bei Tomb Raider 2, wenn man die nimmt, die Medipacks, und auch bei Tomb Raider 3 noch, ist bei diesen ganzen Tomb Raider 4 Custom Levels nicht mehr so, dass die sich so öffnen, wenn man die nimmt. Das finde ich auch immer, das vermisse ich irgendwie immer. Bei diesen neuen Spielen vermisse ich das. Dann ist das so, dann nimmt man das Medipack und da ist man sofort aus dem Menü draußen. Und hier wickelt sich das noch so schön auf und so. Ist echt schön. Also ich mag die alten Spiele. Sehr sogar. Okay, ich will jetzt erstmal, bevor ich es vergesse, nochmal Wasser reinlassen. Und vor allem dann gucken, ob wir da an das Secret eventuell drankommen, wenn man da hochtauchen kann. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wo war das nochmal? Obwohl, jetzt sind wir auch gerade hier oben. Was auch von Vorteil ist, dann können wir eigentlich gleich das hier oben noch mitlösen. Bevor wir das Wasser wieder reinlassen, müssen wir uns aber merken, dass wir da jetzt nochmal zurücktauchen. Wegen der einen Stelle, wo man eventuell hochtauchen könnte. Also wo man auf jeden Fall hochtauchen kann, aber da ein Secret versteckt sein könnte. Sagen wir es mal so. Jetzt erstmal hier rein. Da haben wir nämlich noch den einen Gegner vor uns. Den habe ich nicht vergessen. Der wird jetzt von uns überrascht. Der knallt jetzt schon auf uns los wahrscheinlich. Gut. Und Automatikmunition. Schön. Ja, das freut mich. Die sieht immer so schön aus, diese Automatikmunition. Ich finde, das ist die schönste Munition in diesem Spiel. Könnte mich jetzt gern für verrückt erklären, aber ich finde die echt schön. Hallo? Sag mal, geht's eigentlich noch? Was soll das denn bitte? Und wir haben doch hier schon einen Rusty Key. Wieso brauchen wir noch einen? Ihr seht nicht, dass ich gerade den Kopf schüttel. Das ist eine gemeine Stelle, das sehe ich jetzt schon. Aber jetzt ist erstmal der Typ hier dran. Nicht mit der Harpune, Lara. Dafür brauchen wir jetzt die Schrotflinte. Mit den eigenen Waffen geschlagen. Aha. Sagen wir es mal so. Okay. Also, wir sollten den, ja, das war doch gut. Das konnte man so lassen. Und dann lösen wir diese Kugel jetzt auch noch aus. Und ergreifen ganz schnell die Flucht. Also so wird das nischt. Naja, das war nix. Aber so ähnlich. Ich habe noch eine andere Idee. Und zwar aus dem Stand. Erstmal klettern wir hier hoch. Dann machen wir diese Dings und... Nein. Das war genau derselbe Fail wie eben. Probieren wir es nochmal anders. So. So, genau. Das hat geklappt. Und was haben wir da? Einen Schlüssel. Aha. Ist das auch wieder ein Rusty Key?
Hier kann man nicht hochtauchen. Ja, wir haben 2 Rusty Keys. Aber wie soll das in so einer Unterwasserzisterne... Ich wollte schon wieder sprinten und habe die Fackel angemacht. Das werde ich nicht mehr lernen. Das werde ich nicht mehr lernen. Naja, egal. Sei es drum. Wo muss man diese ganzen Schlüssel eigentlich einsetzen? Aber nee, jetzt machen wir erstmal die Stelle mit dem Hochtauchen, bevor wir das wirklich noch vergessen. Hier unten, diese Öffnung ist das, glaube ich. Oder ist die das überhaupt? Keine Ahnung. Aber das machen wir jetzt als erstes. Hier erstmal schön hoch wieder. Genau. Und hier hoch. Und wie war das? Hier kann man jetzt drauf springen. Genau. So, und hier drin ist der Schalter zum Water Change. Dann drücken wir den mal. Der Water Change Hebel. So. Okay, und jetzt will ich nur noch mal wissen, wo das war mit diesem Ausgang, wo der Hai war. Ist das das hier? Ich glaube nämlich eher nicht. Doch, ist es. Genau da wollte ich hin. Richtig, und da liegt der tote Hai mit seinen weißen Beißerchen. Blendamet. Hier oben das, meine ich. Das ist doch bestimmt ein Secret. Also ich habe das echt im Gefühl. Aha. Also Munition liegt hier schon mal. Es fehlt nur noch der Drache. Ja, der Jade-Drache. Aha. Juhu, ich freue mich. Ich bin glücklich. So schnell, Leute, kann man nicht glücklich machen. Das Secret haben wir. Und jetzt müssen wir nach 2 Schlüssellöchern suchen. Also meistens ist es ja so, dass man Schlüsselloch hat und sucht den Schlüssel dazu. Aber hier ist es jetzt irgendwie rumgedreht. Wir haben die Schlüssel und suchen die Schlüssellöcher. Das ist natürlich auch irgendwie witzig. Aber wo müssen diese Schlüssel rein? Suchen wir die entsprechenden Türen. Und wir werden sie auch finden. Bestimmt. Ach, da drüben ist schon mal eine, da können wir schon mal hintauchen. Genau. Also eine weiß ich, die ist hier. Fällt mir jetzt gerade wieder mal ein. Aber der andere... Oder hier brauchen wir 2 Schlüssel. Alles klar. Nee, dann haben wir das doch hier fast alles, oder? Ich glaube, wir haben hier soweit alles jetzt fast abgefrühstückt. Also die Zisterne hat mir Spaß gemacht. Die ist irgendwie besser als die von Tomb Raider 1. Da kann sich Core Design echt mal ein Beispiel dran nehmen. So. Wo kommen wir denn jetzt hin? Valopex Grab? Ich glaube, wir sollten ein Medipack nehmen. Ein schön animiertes, großes Medipack. Ui, hier sind hier viele Gegner. Und die haben auch alle was für mich. Das ist nett. Gut. Heben wir erstmal Sachen auf. Der hat ein kleines Medipack. Aha. Aha. Der hat ein kleines Medipack. Aha. Und der hier, was hat der? Fackeln, Lara. Aha. Genau. Und hier hinter den Kulissen ist ein Schalter, der eine Tür öffnet. Wo zum Glück mal kein Gegner kommt, das ist ja nett. Ich überlege gerade, wie dieses Level heißt von Tomb Raider 1, wo man den ersten Skion, oder nee, den zweiten Skion findet. Genau. Der ist nämlich auch in so einem Raum auf so einem Podest. Das Level nach der Zisterne. Das Grab von Tihokan, glaube ich, heißt das. War hier gerade noch ein Schalter für die Tür? Oder habe ich das übersehen? Glaube, ich habe das übersehen. Egal. Nee, da oben ist er. Ich habe ihn gesichtet. Dann gehen wir mal da hoch. Alles klar. Hier auf diese Tribüne. Ups. Auch ziemlich Tomb Raider 1 waschecht. Naja, springen wir halt erstmal hier hin. Ui, guck mal, der hat Granaten. Das heißt, wir finden auch den Granatwerfer. Lara? Aha. Genau. Okay.
Und hier da drüben der Schalter. Den drücken wir mal. Das bietet sich nämlich an. Öffnet die andere Tür. Und hier drüben ist doch bestimmt auch noch irgendwas. Ah, ja, hier drüben. Lara? Aha. Genau. Jetzt haben wir diese zwei Türen offen. Und wo geht man jetzt zuerst hin? Das hier ist aber eine Tempel des Gean-Textur. Ach so, das ist dann wahrscheinlich die finale Tür, für die wir keinen Schlüssel brauchen. Och, jetzt wollte ich schon wieder sprinten. Das lehne ich nicht mehr. Das ist vorbei. Naja, gucken wir erstmal diese Tür hier. Aber erstmal speichern, weil ich sehe da schon wieder diese Quetschtüren. Diesmal habe ich es gesehen. Geil! Seht ihr, was ich sehe? Ein Granatwerfer. Wie geil ist das denn? Jetzt muss in der anderen Tür nur die M16 sein. Dann bin ich glücklich. Wenn dann da die M16 ist, das wäre so edel. Oh! Auch in Ordnung. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber ist okay. Wir haben zumindest ein Secret mehr gefunden als im letzten Level. Das ist doch schon mal was. Will ja nichts sagen. Und es ist ja auch blind. Das will ich jetzt auch nochmal dazu sagen. Zu meiner Verteidigung. Und bei Tomb Raider Relics of Power Teil 5 habe ich alle Secrets gefunden, obwohl das blind war. Jetzt könnt ihr nichts mehr sagen. So, nächstes Level, nächstes Glück. Ui, das ist auch Tempel des Gean hier. Umgebung. Gucken wir mal, wie das nächste Level heißt. Hidden Garden, okay. Da ist bestimmt der Hidden Dagger. Nee, so weit sind wir noch nicht. Es gibt noch zwei Level. Aber schöne Musik. Wieder mal. Oh, das Level ist cool. Das sehe ich jetzt schon. Das wird richtig schön. Oh, da freue ich mich drauf. Erstmal hier einen kleinen Überblick verschaffen. Und eine schöne Brücke. Oh, das ist echt schön. Ui. Das sind eigentlich so Fälle für Granatwerfer, diese Gegner. Die sind nämlich ziemlich stark. Also im Normalfall. Jawohl. Weil wofür haben wir denn diese geile Waffe? Um die Gegner in die Luft zu sprengen natürlich. Was denn sonst? So. Also die hätten wir schon mal aus dem Weg geräumt. Oh, das Level ist cool. Und diese Brücke ist, und diese ganze Atmosphäre hier, ist von den schwimmenden Inseln. Und das wurde so mit dem Tomb Raider 1 Tempel des Midas kombiniert. Geil. Aha. Die M16. Wieso habe ich gerade die Schrotflinte ausgerüstet, wenn ich denn die M16 haben kann? Geil. 120 Schuss auf der M16. Das feiere ich. Ich liebe die M16. Die ist so cool. Richtig geile Waffe. Okay, also hätten wir das doch schon mal. Und ja, weiter Überblick verschaffen. Hier ist es zu. Das heißt, wir müssen irgendwie hier mal in das Wasser springen. Genau, da liegt nämlich Uzi-Munition bei einem bösen Skelett. Und ein Schalter, ein Unterwasserhebel. Drücken, Lara. Perfekt. Und der hat jetzt bestimmt da oben irgendwas geöffnet. Ui. Da ist schon wieder so ein Typ mit so Säbeln. Aber jetzt sind wir ja bewaffnet. Und zwar richtig. Bäm. Und tot ist er. Kostet jetzt zwar ein kleines Medipack, aber wir haben ja genug. Der hat richtig Wumme, diese Waffe. Nur das Problem ist, dass man halt da nicht so gut schießen kann, während man läuft. Aber man kann nicht alles haben. Ich finde die Waffe cool, wie sie ist.
alles hat Ecken und Kanten, auch Waffen. Und wir haben die Tür zum Hidden Garden geöffnet und da gehen wir in der nächsten Folge rein, bin ich echt gespannt drauf. Bis dann, macht's gut, ciao.